Hans Fellner, Buchstabe H, für Heimat. Der Begriff Heimat, unübersetzbar, den es so wohl nur im Deutschen und im Luxemburgischen gibt, ist voller Konnotationen, auch ganz dunkler. Er steht für eine oft nostalgische Projektionsfläche, hat etwas Statisches, Passives, gar Schicksalshaftes. Ich würde lieber das moderne Wort der Verortung benutzen, ein etwas sperriger Begriff, der aber Vorgänge in der Welt zu sein und sich zu bewegen besser beschreibt. Er steht gleichzeitig für Aktivität. Gerade im Luxemburger Kontext erleben wir bei vielen die Abwesenheit von Heimat. Eine Lücke, die fast kollektiv mit der ständigen Suche nach der Verankerung an dem Ort des Aufenthalts gefüllt wird. Die meisten von uns sind Nomaden. Wenn ich als Galerist exklusiv luxemburgische Kunst zeige, liefere ich immer fast automatisch eine besondere Narration mit. Kunst von hier, hier produziert, im hiesigen Kontext entstanden, von oft präsenten oder identifizierbaren Künstlern und Künstlerinnen. Diese Basisnarration ist ein Wert an sich, der einen Zugang erleichtert und über das Objekt zu eben dieser Verortung beiträgt. Verortet sein lässt uns stärker an Gesellschaft und Politik teilnehmen, produziert Verantwortung. Wir bewegen uns im Konnotationsbereich von Heimat, aber lassen wir diesen Begriff trotzdem mal in seiner Geschichte.